10 Sehenswürdigkeiten in Ägypten. Ägypten ist ein Land mit einem heißen und trockenen mediterranen Klima. Die Länge dieses Landes erstreckt sich von 24 Grad Ost bis 47 Grad Ost. Die Fläche dieses Landes beträgt mehr als 1 Million Quadratkilometer. Davon sind fast 4% landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Bevölkerung Ägyptens wurde bei der letzten Volkszählung auf 85 Millionen Menschen geschätzt. In Bezug auf die Bevölkerungsdichte gilt Ägypten als eines der dichtesten Länder der Welt. Da auf seinem Land 1120 Menschen pro Quadratkilometer leben. Die Amts- und Schriftsprache dieses Landes ist das heutige Hocharabisch und die gesprochene Sprache ein spezieller Dialekt des Arabischen. Neben Arabisch werden Englisch und Französisch im kommerziellen und pädagogischen Bereich dieses Landes verwendet. Lernen Sie mit uns die 10 Sehenswürdigkeiten dieses Landes kennen. Ahmad ibn Tulun Moschee. Diese Moschee wurde zwischen 876 und 879 nach Christus erbaut und ist eine der ältesten Moscheen in Kairo. Dieses Gebäude wurde von Ahmed ibn Tulun, dem abbasidischen Gouverneur von Ägypten, begonnen. Diese Moschee ist um den Innenhof herum gebaut und hat an allen vier Seiten eine überdachte Halle. Das Minarett dieser Moschee wurde Jahrhunderte später nach dem großen Minarett von Samarra in Spiralform gebaut. Teile des James Bond-Films, Der Spion, der mich liebte, wurden in der ibn Tulun Moschee gedreht. Dahab. Dahab liegt 85 Kilometer nördlich von Sharm el-Sheikh im Golf von Aqaba, nahe der Südspitze der Wüste Sinai. Früher war Dahab ein isoliertes und abgelegenes Küstendorf, aber 1980 wurde es zu einer ausgezeichneten und günstigen Unterkunft für ausländische Reisende und Touristen. Aktivitäten wie Surfen, Tauchen, Kamelreiten und Jeepreisen haben es zu einem der beliebtesten Reiseziele am Roten Meer gemacht. Oase Siwa. Die Siwa-Oase ist eine Oase in der libysch-ägyptischen Wüste, einem abgelegenen Gebiet mit etwa 23.000 Einwohnern. Die meisten dieser Leute sind auch von den Barbaren. Siwa liegt an der alten Handelsroute und war daher aus kommerzieller Sicht sehr wichtig. Das Vorhandensein natürlicher Quellen und der Schatten von Palmen halfen den Reisenden dieser Route sehr. Mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches begann auch der Niedergang von Siwa. In den letzten Jahrzehnten war die Tourismusbranche ihre einzige Einnahmequelle. Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf der Schaffung von Hotels, die lokale Materialien verwenden und mehr Touristen in die Gegend locken können. Ägyptisches Museum. Das Ägyptische Museum beherbergt mehr als 120.000 verschiedene Gegenstände altägyptischer Antiquitäten und ist eines der attraktivsten Museen in Kairo. Es gibt zwei Hauptgeschosse im Museum: Erdgeschoss und erster Stock. Im Erdgeschoss wird eine riesige Sammlung von Papyrus und Münzen aufbewahrt, die von den alten Ägyptern verwendet wurden.
Im ersten Stock befinden sich Artefakte aus den letzten beiden Dynastien des ägyptischen Königreichs sowie viele Kunsthandwerke aus dem Tal der Könige. Zu den interessantesten Gegenständen in diesem Museum gehören Gegenstände aus Tutanchamuns Grab und der königliche Mumienraum mit 27 königlichen Mumien aus der Zeit der Pharaonen. Abu Simbel. Abu Simbel ist eine archäologische Stätte mit zwei in den Felsen gehauenen Tempeln in Südägypten am Westufer des Nassersees. Die Zwillingstempel wurden ursprünglich während der Herrschaft von Pharao Ramses dem Großen im 13. Jahrhundert vor Christus aus dem Berg gehauen. Dieser Komplex wurde 1960 verlegt, um zu verhindern, dass er unter Wasser sinkt. Abu Simbel ist immer noch eine der Top-Attraktionen in Ägypten. Tal der Könige. Das Tal der Könige in der Nähe von Luxor ist ein Tal, das vom 16. bis zum 11. Jahrhundert vor Christus 500 Jahre lang als Grabstätte für die Könige und angesehenen Adligen des Neuen Reiches erbaut wurde. Dieses Tal besteht aus 63 Gräbern unterschiedlicher Größe. Das Königsgrab ist mit Szenen aus der ägyptischen Mythologie geschmückt und gibt einen Hinweis auf den Glauben und die Bestattungsrituale jener Zeit. Es scheint, dass mit Ausnahme des berühmten Grabes von Tutanchamun die meisten Gegenstände und Antiquitäten der Gräber geplündert wurden. Der Nil. Eine Kreuzfahrt auf dem Nil ist eine der Hauptattraktionen in Ägypten. Der Nil ist seit dem alten Ägypten sehr berühmt. Es gibt keinen besseren Weg, die Geschichte Ägyptens zu verfolgen, als den Nil. Fast alle ägyptischen Kreuzfahrtschiffe fahren über die Luxor-Assuan-Route, weil sie sicher, landschaftlich reizvoll und schön ist. Mit einem Holzboot namens Floke können Sie eine abenteuerliche Reise erleben. Flug ist ein Boot, das seit der Antike im Nil eingesetzt wurde. Obwohl die Flok nicht so komfortabel und entspannend ist wie ein Kreuzfahrtschiff, kann die Erfahrung, auf einem 1000 Jahre alten Boot zu fahren, sehr faszinierend sein. Rotes Meer. Das Rote Meer an der Küste Ägyptens ist einer der schönsten Orte der Welt. Das Wasser des Roten Meeres bietet eine wunderschöne Aussicht und ist deshalb unter den Menschen berühmt. Mit einer Vielzahl von Korallenformationen in seinen Riffen beherbergt dieses Meer tausende verschiedener Meeresbewohner. Die Ufer des Roten Meeres befinden sich auf beiden Seiten des Meeres. An der Westküste des Roten Meeres gibt es eine relativ alte und touristische Stadt sowie neue Städte. Karnak-Tempel. Obwohl dieses Gebäude schwer beschädigt ist, ist es einer der attraktivsten Orte in Ägypten. Dieses Gebäude ist die größte religiöse Stätte, die gebaut wurde, und repräsentiert die kombinierte Errungenschaft ägyptischer Baumeister im Laufe der Jahre. Der Karnak-Tempel besteht eigentlich aus drei Haupttempeln, landumschlossenen Tempeln und einigen äußeren Tempeln, die sich 2,5 Kilometer nördlich von Luxor befinden.
Eines der berühmtesten Gebäude in Karnak ist die Säulenhalle mit 134 großen Säulen in 16 Reihen. Friedhof von Gizeh. Die Pyramiden von Gizeh, in den südwestlichen Vororten von Kairo gelegen, sind eines der attraktivsten und berühmtesten Monumente Ägyptens. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten wurden von Khufu, Karre und Mankure in drei Generationen gebaut. Die große Cheops-Pyramide ist eine der besten Pyramiden, die 139 Meter hoch ist. Diese Pyramide ist die höchste Pyramide, die von Menschenhand gebaut wurde. Der Besuch dieses Ortes wird den meisten Touristen empfohlen. Bist du schon einmal nach Ägypten gereist? Wenn Sie Erfahrungen mit Reisen nach Ägypten gemacht haben, teilen Sie diese mit uns. Um auf den Text dieses Videos zuzugreifen, besuchen Sie unsere Website.